Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute machen wir gruselig schöne Ideen rund um Halloween. Das Fest ist ja bald und deswegen habe ich euch 13 Ideen mitgebracht. Die kann man auch super mit Kindern nachmachen und die sind wirklich ganz einfach. Ich würde sagen, abonniert doch meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen und damit jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Als erstes machen wir kleine Spinnen. Dafür brauchen wir diesen Schokokeks, am besten mit doppelter Füllung. Außerdem solche Schokosticks, die ich einmal in der Mitte halbiert habe und dann an den Seiten reingesteckt habe. Und dann mit Zuckerschrift noch oben kleine Augen raufgeklebt habe. Als zweite Version habe ich noch kleine Fledermäuse gemacht. Dafür habe ich einfach einen weiteren Schokokeks halbiert und die Hälfte einmal in der Hälfte nochmal halbiert und das als kleine Flügel zwischen einen anderen Schokokeks gesteckt. Wieder zwei Augen drauf und schon sind auch unsere Fledermäuse fertig. Wirklich super einfach und sehr schnell. Als nächste Idee brauchen wir entweder fertigen Kuchen oder ihr backt meinetwegen auch Kuchen. Geht natürlich genauso gut. Ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht und diesen in Scheiben geschnitten und anschließend nochmal halbiert, damit ich solche rechteckigen Formen habe. Außerdem habe ich weiße Schokolade geschmolzen und auf 4 Gefäße gleichmäßig aufgeteilt. Danach wird die Schokolade eingefärbt, hier in den Farben lila, grün, pink und auch blau. Und jetzt wird unser Kuchen damit bestrichen. Und zwar ungefähr so bis zur Hälfte, am besten so von fast allen Seiten, außer die Seite, auf denen der Kuchen liegt. Und danach habe ich mir schon solche Streusel farblich vorsortiert und dann auf den jeweils richtigen Kuchen gelegt, also rosa zu rosa, lila zu lila, grün zu grün und blau zu blau. Denn unsere Monster sollten natürlich auch Haare bekommen und deswegen machen wir das jetzt mal. Und damit sie auch was sehen, habe ich auch noch kleine Augen darauf verteilt. Bei einem nur 3 Augen, bei anderen 1 Auge, bei dem nächsten 2 Augen, so wie eben bei Monstern das so ist. Und so haben wir richtig süße Monsterkuchen gemacht. Ich finde, die sehen so süß aus und die schmecken richtig gut. Und die solltet ihr auf jeden Fall dieses Halloween nachmachen. Als nächstes machen wir kleine Mumien. Dafür brauchen wir Pizzateig. Den könnt ihr entweder selber machen oder ihr macht ihn nicht selber und kauft ihn im Supermarkt fertig. Auf jeden Fall müsst ihr daraus solche langen Streifen schneiden und diese anschließend um ein Würstchen legen. Das hier ist zum Beispiel ein vegetarisches Würstchen, aber mit Fleisch geht natürlich genauso gut. Und wie das bei einer Mumie so ist, die ist halt kreuz und quer einbalsamiert und deswegen müssen wir natürlich auch unsere Pizzastreifen kreuz und quer über das Würstchen spannen. Wenn wir das gemacht haben, können wir zum nächsten Schritt. Und zwar müssen wir jetzt aus dem restlichen Pizzateig auch noch 2 Augen ausschneiden. Und damit die Mumien auch was sehen können, habe ich aus schwarzem Sesam solche kleinen Körner auf die Augen raufgeklebt bzw. raufgedrückt. Das wird jetzt bei 180 Grad Umluft für ungefähr 10 Minuten gebacken. Und schon sind eure kleinen Mumienwürstchen fertig. Die schmecken super lecker. Kann man natürlich auch sehr gut mit Ketchup essen, wegen Blut und sowas. Und die sollten auf jeden Fall bei euch an diesem Halloween nicht fehlen. Jetzt machen wir eine kleine süße Süßigkeitenschale. Dafür habe ich aus schwarzem Tonpapier solche Flügel ausgeschnitten und dann einfach mit weißem Stift noch so Konturen drauf gemalt, was man eben bei so Fledermausflügeln findet. Außerdem habe ich mir diese kleine Backform genommen, eine Gugelhupfform in diesem Fall, und habe mit doppelseitigem Klebeband die Flügel auf die Backform geklebt. Natürlich muss unsere Fledermaus auch was sehen können und sprechen können, deswegen werden auch noch 2 Augen und der kleine süße Mund mit den Zähnchen raufgeklebt. Jetzt muss es nur noch gefüllt werden mit vielen Süßigkeiten und schon sind eure Fledermaus-Süßigkeitentöpfe auch fertig.
Eine weitere Möglichkeit, um Süßigkeiten zu verstauen, sind meine Kürbispäckchen. Dafür habe ich Krepppapier genommen, in Orange natürlich, und habe das erstmal rund ausgeschnitten, ein paar Süßigkeiten darin verteilt und dann oben so zugedrückt und auch ein bisschen zugeknotet bzw. so gedreht. Danach habe ich mir Washi-Tape genommen, grünes, und habe das Ganze dann eben noch verschlossen, damit nichts rausfällt. Das ist halt auch super für gerade zur jetzigen Zeit mit den ganzen Hygienesachen, dass man eben den Kindern vielleicht dann nicht die Süßigkeitenschüssel gibt, wo sie alle reingreifen in die gleiche Schüssel, sondern solche Päckchen vorbereitet und jedes Kind bekommt dann so ein Päckchen, kann es dann öffnen und hat eben die Möglichkeit, dass man nicht sozusagen jedes Kind dann in die gleiche Süßigkeitenschüssel greift. Also vielleicht auch aus dem hygienischen Aspekt eine ganz gute Alternative für dieses Jahr. Außerdem kann man die natürlich durch das Krepppapier auch super einfach öffnen. Jetzt machen wir mit zwei Lutschern Geister nach. Dafür habe ich die einfach mit so einem Stück Taschentuch überzogen und dann am unteren Ende des Lutschers einfach zugeknotet mit etwas Garn. Jetzt braucht unser Geist natürlich noch ein Gesicht, deswegen zwei Augen und einen Mund draufmalen und schon sind eure Geisterlutscher auch fertig. Auch eine süße Idee, um Kindern sowas zu geben, statt in die Süßigkeitenschüssel zu greifen. Darüber werden sie sich bestimmt auch freuen. Als nächstes möchte ich euch meine Monstertorte zeigen. Dafür habe ich Eiweiß zusammen mit Zucker und etwas Zitronensaft erhitzt und anschließend mit meiner Maschine aufgeschäumt, dass daraus so eine richtig schöne Marshmallow-Creme wird. Diese habe ich auf drei Schüsseln verteilt und dann eingefärbt. Hier zum Beispiel in Lila, Rosa und Grün. Danach kommt das dann in einen Spritzbeutel. Ich mache das gerne vorher in Frischhaltefolie, damit der Spritzbeutel nicht zu dreckig wird. Und nun wird geschichtet. Ganz unten kommt eine Tortenschicht drauf, dann die Marshmallow-Creme in Grün. Dann kommt darauf wieder eine Tortenschicht und die Marshmallow-Creme in Lila. Ganz oben dann wieder eine Tortenschicht zum letzten Mal und die Marshmallow-Creme in Rosa fehlt ja noch. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt machen wir ganz viele kleine Kleckse auf unsere Torte und das werden unsere Monster. Das machen wir wild durcheinander natürlich. Und damit unsere Monster auch etwas sehen, brauchen wir natürlich jetzt noch unsere Augen und deswegen verteilen wir die wild auf den Klecksen. Könnt ihr übrigens auch an der Seite machen, dann sieht es so ein bisschen aus, als wären da so ein paar Monster zerquetscht worden. Und schon ist eure Torte fertig. Die ganz genauen Angaben, Mengenangaben und was ihr alles braucht, findet ihr natürlich unten in der Infobox verlinkt. Eine Alternative dazu sind übrigens noch die Cupcakes. Da braucht ihr dann eben auch nur einen Schokoteig für die Muffins und dann könnt ihr dort auch kleine Kleckse direkt auf den Muffins verteilen. Auch dort dann wieder kleine süße Augen raufgeben und schon habt ihr Monster Cupcakes. Jetzt noch eine kleine gesunde Idee, denn an Halloween muss es ja nicht immer nur Süßigkeiten sein. Und dafür habe ich als erstes eine Mandarine geschält und dann anschließend so ein Stück saure Schnur genommen und die oben reingesteckt, natürlich in Grün. Und so sieht es aus wie ein kleiner Kürbis. Ist also auch noch ein kleiner süßer und gesunder Snack für Halloween. Eine weitere Idee sind andere Muffins, die ich euch jetzt hier zeige. Auch hier sind die Angaben wie immer unten in der Infobox verlinkt. Als erstes habe ich nämlich einen Schokoteig gemacht und den dann auf meine Muffinform verteilt. Dieser wird erstmal gut gebacken und dann anschließend mit zwei Äuglein versehen. Als nächstes brauchen wir eine leckere Creme. Hier habe ich so einen Butter-Frischkäse-Frosting zum Beispiel gemacht.
Diese Creme kommt anschließend wieder in einen Spritzbeutel und mit so einer Tülle, die so sehr schmale Streifen macht, habe ich dann darauf solche wie mumienmäßigen Streifen eben auf den Cupcakes verteilt. Also es sollen Mumienmuffins sein und die, finde ich, sehen so super süß aus. Auch eine richtig coole Idee für Halloween. Hier nehme ich nochmal meine Schokosticks und ein Stück von diesen sauren Streifen. Die habe ich schon unten eingeschnitten und rolle sie dann am unteren Teil des Sticks zusammen. Damit es aussieht wie ein kleiner Besen, habe ich dann auch noch zusätzlich das Ganze fixiert mit einem Stück Garn. Ihr könntet natürlich auch essbare Schnur nehmen, aber die ist sehr dick, deswegen habe ich hier Garn genommen. Und so sind eure Hexenbesen auch super schnell fertig. Als letzte Idee habe ich wieder ein Stück Tonpapier genommen. Auf dieses habe ich ein Geistergesicht gemalt. Außerdem ein Glas. Und das Geistergesicht wird nun ausgeschnitten und auf das Glas geklebt. Denn wir möchten gerne Geisterdrinks machen. Deswegen wird das anschließend mit Milch eingefüllt. Und schon habt ihr euren Halloween-Drink. Das waren meine Ideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!